Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anbindung Spontex vor. Das ist eine Anbindung, mit der man unterschiedliche Freizeitaktivitäten finden kann. Man kann auch eigene erstellen. Und hiermit kann man letztendlich Leute finden, die an dieser Freizeitaktion teilnehmen wollen. Also man kann zum Beispiel ein Picknick veranstalten oder unterschiedliche Sportevents im Sportverein oder auch sonstige Sachen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, unterschiedlichste Kategorien, auch Tanzen oder was weiß ich. Und letztendlich ist es möglich, hier zum Beispiel mit der GPS-Funktion Ereignisse in der Nähe zu finden. Diese kann man dann noch etwas einschränken in der Suchfunktion, zum Beispiel nach Kategorie, was möchte ich machen, Sport, ausgehen oder was auch immer. Die werden einem dann angezeigt und was einen interessiert, kann man dann letztendlich besuchen und sich mit neuen Leuten treffen. Daher wahrscheinlich auch Spontex, zusammengesetzt aus Spontan und Kontakte. Das hier ist wirklich super spontan und man kann damit einfach Leute und Freizeitaktivitäten finden. Auf der Startseite hier werden diese unterschiedlichen angezeigt. Ich habe hier schon mal gefiltert nach Bonn. Es gibt aber auch Kategorien, zum Beispiel Erholung, Kultur, Sport und Ausgehen und auch Unterkategorien, die man hier nochmal anwenden kann. Weiter geht es dann hier mit jeder Zeit oder einer bestimmten Uhrzeit oder auch jeder Mann oder einfach nur eingeschränkten Leuten. Dann kann man das Ganze hier einfach öffnen. Man findet dann die Information, die hier vom Nutzer eingegeben wurde. Man selber kann natürlich auch Ereignisse erstellen als eingeloggter Nutzer und hier steht dann einiges zusätzlich. Gibt es hier auch einige, die teilnehmen. Du nimmst noch nicht teil, aber vier andere nehmen teil. Und vier beobachten das Ganze auch schon. Und man kann das hier jetzt teilnehmen und dann noch kurzerhand was zuschreiben, wenn man denn möchte. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also hier gibt es, wie gesagt, die lange Liste. Aber auf den nächsten Seiten gibt es natürlich noch ein bisschen was. Die nächste Seite ist zum Beispiel Leute. Das sind Personen, die man eventuell kennen könnte und mit denen man eventuell was machen möchte. Dann im dritten Tab gibt es hier das eigene Profil. Das habe ich hier derzeit mal neu eingerichtet, damit ihr meine Daten nicht sehen könnt. Da gibt es ein Nachrichtensystem, um natürlich mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und es gibt die Aktivitäten und das eigene Profil. Ganz unten rechts kann man neue Ereignisse erstellen. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt hier Ort, Zeit und natürlich auch die Kategorie und Details anzugeben. Und das ist natürlich auch das A und O. Davon lebt eigentlich Spontex, dass jeder Nutzer mal was erstellt, mal an was teilnimmt und so eigentlich immer aktuelle Inhalte für einen persönlich vor Ort zu seinen eigenen Präferenzen vorhanden sind. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Idee, finde ich, und die auch die mobile Anbindung von der Umsetzung her gefällt uns ziemlich gut. Das war es aber schon von unserem Review. Vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Der Download ist kostenlos möglich. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.